So, da sind wir auch schon wieder mit unseren übelst günstigen Scheunwund und natürlich hier vom, ja, wisst schon, vom übelsten Bro. Damit willkommen zurück. Lehrling hat schon ein bisschen vorbereitet und zwar habe ich jetzt eine Einkaufsliste. Zack. Und zwar brauchen wir noch für unseren brausendes Geschoss da den Lüfter, Rod B, Kraftstofffilter und Anlasser V8. Das werden wir uns kaufen. Denn dann können wir kurz mal hier gucken. Ich würde den gern testen. Aber ich habe nicht mehr so viel Geld. So. Dass wir den halt komplett machen können. Wir brauchen Lüfter, Rod. Es wäre halt echt von Vorteil, wenn man direkt die Einkaufsliste abarbeiten könnte. Lüfter Rod B. Okay. Lüfter Rod B. Lüfter. Lüfter, Lüfter, Lüfter. Müsste dann der sein vom Mazda. Ich wusste nicht, dass der vom Mazda passt, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. So, jetzt brauchen wir noch die. Ich glaube, Zündspule. An den Anlasser und den Kraftstofffilter V8. Okay. Anlasser V8. Moment, KL. Kraftstofffilter müsste dann auch irgendwo sein. Kraftstofffilterdecker. Kühler. Probewelle. Kraftstofffilter nehmen wir einmal. Und jetzt brauchen wir noch einen Anlasser vom V8. Anlasser. Anlasser V8. Das Beam bauen wir jetzt hier rein. Dann machen wir mal einen Motortest. So, Teil. Ich hoffe, hier vorne muss ich nicht noch mehr rein. Das da. Zack. Und den Anlasser. Ach, da kommen wir da nicht von unten. Ach ja. Der Nachteil, wenn man so groß ist, ne? Kommt man halt nicht überall ran. So, und zwar, der war irgendwo hinten. Da. Gucken wir uns mal genau an. So. Jetzt suchen wir uns mal den hier runter. Da bin ich ja mal gespannt, was funktioniert. Testen wir mal unser Werkzeug. Das war verkehrt. Wir brauchen das hier. Kompressions. Ah, guck dann. Klang eigentlich gar nicht mal so gut. Wankelrote, wie oft gibt es denn das alles? Ach so, ist ein V8. Alles klar. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Nehmen den mal auf die Teststrecke. Zu bewegen. Was da? Oh, shit, der Motor ist natürlich so hinüber, dass er nicht anspringt. Wir haben natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Das bedeutet, wir werden erstmal. Machen wir erstmal hier drüben weiter. Schauen wir mal die Felgen ab. Sieht auch ziemlich bescheiden aus. Und zwar alle vier. Und dann werden wir die mal abziehen. Das haben wir ja schon mal einmal gemacht. Reifen. Da wissen wir schon so ungefähr, wie es geht. Erstmal abschrauben, ganz klar. Zack. Puh, auf jeden Fall wird das Projekt da drüben ein teurer Spaß, das merke ich schon. 18.000 haben wir bezahlt. Ich bin gespannt, ob es dann eine detaillierte Auflistung gibt. Na komm. Achso, Moment, falsch das denn. Das passiert halt immer noch, ne? Man nimmt schon mal den Schraubenzieher statt den Kreuzschlitzschraubenzieher. Ist halt einfach in unserem Zustand so. Na, wo ist denn jetzt in unserer größeren Werkstatt unser Radgerät da hinten? Reifen abziehen. Die Felge ist aber auch ziemlich am allerwertesten. Okay. Ah ja, damit. Was hat denn der nur gemacht?
Ist das Putzsteinkantenjäger oder was? Schade, dass er nicht fährt. Schade, schade, dass er nicht fährt. Okay, also. Tatsächlich, also komplett zwei Felgen zu schießen, das muss man erstmal schaffen. Drei Felgen, was macht der denn nur? Wir gucken mal kurz auf den Auftrag. Oh, jetzt mal wieder zu lassen. Ja, zack. Und noch einmal. Tatsächlich vier Felgen zerschossen, der Kerl. Wir gucken kurz hier auf den Auftrag. Es war. Okay, die Felgen. Und was wollte er noch? Motor klopft. Das ist ja uncool. Okay, wir können das ein bisschen unternehmen. Ach, ja, der Motor klopft. Wir brauchen Corona-Felgen. Nehmen wir unser Tablet. Und was war verkehrt? Nehmen wir unser Tablet. Und dann Rims. Corona. Gut. Die hier müssten es sein, oder? Oh, da brauchen wir auch noch. Oh, da müssen wir. Puh, da müssen wir richtig gucken. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir gehen mal direkt auf Felgen. 17 Zoll sind sie alle. Bei ein Prestige 0. Gibt es sowas überhaupt? Okay, 17 Zoll. Wo sind sie denn jetzt hier? Ne, Cordoba, Corona. Also wir brauchen auf jeden Fall 4 Stück und 17 Zoll und kaufen. Jetzt können wir es nämlich nebenbei ein bisschen aufziehen lassen. Zack. Naja, die Reifen sind nicht die besten. Aufs nützt nichts. So, wir werden hier mal Motorhaube öffnen. Ja, das sieht halt auch total versifft aus, ne? Und dann testen wir einfach mal Kompressionsprüfer. Okay. Da sehen wir, das ist schon mal okay. Wird schon dann überhaupt 70%. Ich weiß nicht, ob man es nicht mehr geht. So, machen wir die elektrischen Leitungen, weil das haben wir noch gar nicht gemacht. Wahrscheinlich ist es total unerheblich, weil wenn das im Motor klopft, wird es wahrscheinlich nicht. Lüfterzauge-Typ, Ventilator A. Okay, da auf jeden Fall noch was gefunden. Und jetzt nehmen wir nochmal das hier. Und gucken einfach mal, was denn das noch anzeigt. Von unserem PC-Zocker. Das ist gut. Okay, wir holen mal die Felgen und dann gehen wir mal mit dem Ding auf die Teststrecke. Das ist nicht unser Auto. Oh. Zack. Zack. Ja. Was? Ich habe keine passenden Teile. Hä? Macht das einen Unterschied, ob man vorne oder hinten hat? Ich habe doch jetzt nicht die falschen Felgen gekauft, oder? Okay, wo sind wir hier? Du hast keine passenden. Hä? Oh. Felge Corona. Naja, die haben wir doch. Wo sind die alten Reifen? Ja, wir gehen mal auf Aufhängen. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht hier? Hä? Jetzt bin ich aber echt ein bisschen verwirrt. Felgen. Corona, Corona, ein positive 0. Das passt ja eigentlich alles zueinander. Okay, wir ziehen das mal alle auf. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt. Ach,
glaube, ich weiß es. Wir brauchen halt. Ach Mist, diese Allwetterreifen müssen wahrscheinlich auch neu kaufen. Sonst akzeptiert es nicht, weil jetzt. Wo sind ja eigentlich die Felgen? Ja. Wir probieren es mal hier drüben auf der Seite. Aber ich glaube, es ist eigentlich Seiten vollkommen unabhängig. Es sind keine passenden Teile. Mich verarschen? Hä? Okay, wir kaufen jetzt. Was waren das? 245 Sitzen. Okay. Kurz zum Händler und brauchen. Hier ist ein Reifen. Wo ist denn hier Allwetterreifen? Hier. 17205. Puh, Reifenquerschnitt, hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ach, ärgerlich. Also 17, 205, 45. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Zack. Sonst haben wir es wieder halt voll versemmeln. Ja. Ich bin gespannt. Ach, ich weiß was. Oh nein, ich weiß, was das Problem ist, glaube ich. Ich habe die nicht ausgewuchtet. Ach Mist. Ah, ich bin halt auch ein Trottel. Wir probieren es trotzdem mal kurz, ob es tatsächlich mit dem neuen Reifen geht. Nee, wir müssen die auswuchten. Toll, jetzt habe ich so einen neuen Reifen gekauft. Nein, da können wir gleich wieder abziehen. Der kriegt doch nicht den neuen Reifen hier. Hier, den behalten wir. Ja. Den nehmen wir mit. Ja. So. Zack. Ja. Das nehmen wir mit. Mach es neu drauf. Zack. Dann ich meinen guten neuen Reifen. Vielleicht passt er auch auf unseren Mazda. Was, auch, was war denn das für ein Auto? Weiß nicht. Das halt. Das, was wir gefunden haben, so günstig. Oh, das nehmen wir mit. Jetzt nehmen wir das mit. Und packen das hier drauf. Oh, Moment. Jetzt müsste es gehen. Jetzt sollte der ganze Spaß gehen. Tatsächlich, okay. Ja, Entschuldigung, ich habe vergessen, Reifen auszuholen. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn man trotzdem damit fahren könnte. Aber das Auto halt dementsprechend schlecht unterwegs ist. Hab ich noch einen? Ja, wir haben ja schon einmal noch ausgeholt. So, jetzt tun wir den und machen halt den anderen noch fix drauf. Jo, los geht's. Obwohl, wir müssen eigentlich nicht mal auf die Teststrecke fahren. Ah, okay, da haben wir schon gesehen, wo der Fehler dann ist. Zack, da vorne war das irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das so gut erkennen können. Moment. Inspektions. Genau, das Ding ist defekt. So richtig alles geprüft haben wir halt noch nicht. Das, ich drücke mal irgendwie Kreis, weil es halt selbstverständlich ist, dass man mit Kreis irgendwie rausgeht. Ah, nehmen wir mit. Bauen wir dran und dann gehen wir auf die Teststrecke. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht gemeinsam. Ah, zack. Also soll dir eigentlich sparen. Nur heute nicht so gut. So, jetzt muss ich wieder runternehmen. Fahrzeug bewegen. Oh, wir gehen das mal. Wir gehen mal auf die Diagnosestrecke. Wo ist die denn jetzt? Ach, seitdem wieder alles Neues.
Irgendwo. Ah, hier. War doch eine kleine Tür. So. Das müssen wir gleich zumachen. Nee, ich möchte. Ach so, Quatsch. Müssen wir hierher gehen. Ich wollte jetzt einsteigen und losfahren. Ja. Ja, fahren wir hier vor. Zack. So, einmal bloß Bremse drücken. Zeige keine Außenperspektive. Bremsen. Ganz okay. Eigentlich ist es totaler Quatsch, was ich hier mache. Naja, okay. Mein Fahrer hat ja gar keine Probleme gehabt. Ah, der Titel sagt ja schon, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung. Das sieht aber auch nicht so gut aus hier sehen. Das ist alles bei 70%. Wahrscheinlich ist das ganze Auto bei 70% aus, die Teile, die kaputt sind. Ah, lass mich raten, 70. Ach, hier, guckt euch an, das ganze Auto bei 70%. Ja, so. Ach so, ich muss das, glaube ich, anders machen. Ich muss hier hinter gehen. Ah, und jetzt Teststrecke. Und zwar den. Jetzt fahren wir hier eine Runde auf der Teststrecke. Ah, da fällt mir gerade wieder ein. Auch wenn man es gar nicht so krass merkt. Im Hintergrund, ich muss die Musik mal leise machen. Es lädt. Also bis 80% geht es mal echt schnell, aber danach. So ein bisschen eine Depri-Phase oder so. So, los geht's. Das nicht ersetzen. Bei mir fällt eigentlich gar kein Klopfen auf dem Motor. Oh, aber lenken du das Ding ziemlich bescheiden. Achtung. Also wenn man Gran Turismo schon mal gespielt hat, dann weiß man, wie ein gutes Spiel funktionieren kann. So ist es allerdings sehr, sehr schwierig. So, das passt eigentlich auch alles, okay. Na dann, wo steht das Teil jetzt? Hä? Es ist weg. Ach, die Musik. Da steht's, okay. So, es wäre eigentlich auch immer ganz cool, wenn man mich direkt mitnehmen würde. So, zack, machen wir mal auf. Und jetzt gucken wir uns das ganze Ding mal an. Also Klopfen Motor. Wir machen erstmal hier. Das machen wir ab. Das machen wir ab. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass das etwas länger dauern könnte. Wir gucken noch mal kurz. Was hat er genau gesagt? Irgendwas klopft im Motor, okay. Meint er damit wirklich im Motor oder im Motorraum? Das ist halt so die Frage, ne? So, wir wissen aber schon von der letzten Folge, wenn wir das Ding abschrauben, kommen wir an den Riemen ran.
Ach ne, Moment, wir müssen erst den hier unten. Da unten sehe ich doch schon noch ein kaputtes Teil. Hier, guckt euch das an. Das ist mit Sicherheit kaputt. Achso, jetzt müssten wir vielleicht doch mal den Gummi abmachen. Zack, mal das noch ab. So, jetzt gucken wir kurz auf unsere Liste, ob wir denn alles entdeckt haben. Umlenkrolle Typ A. Na, guckt an, da können wir doch schon wieder zusammenbauen. So mag ich das. Ich glaube, das haben wir noch. Nein, das haben wir nicht da. Okay, brauchen wir Umlenkrolle Typ A. Hierher. Umlenkrolle. Ich glaube, so ein. Aber ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Umlenkrolle Typ A Kurbelwelle. Nockenwellenrad. Das Umlenkrolle Typ A. Das brauchen wir auf jeden Fall. So. Maus direkt rein, da kann er wieder weiterfahren, als wäre er sein Videospiel. Fest. So, der Riemen war noch ziemlich bescheiden, glaube ich. Keilriemen R4A Typ B. Oh mein Gott. Also Keilriemen R4 V6 R6 Oh Gott, R4 Typ B. Das müsste der sein. Okay, wir checken es mal. Ja, das war sogar der richtige. So, können wir das Teil dran bauen. Okay, der Riemenspanner war auch. Ich muss mal, wenn Geld da ist, ein paar Dinge, glaube ich, auf Vorrat einfach machen. Jetzt gehe ich wieder hier runter zum Riemenspanner. Riemenspanner. Der ist RS. Moment, ich war zu weit. Hier. So. Und dann brauchen wir bloß nicht dieses Rad da vorne. Ich weiß aber gerade gar nicht genau, was es war. Lass mal das. Also wir haben auf jeden Fall in dieser Folge wieder gelernt. Wenn die Reifen nicht ausgewuchtet sind, kannst du die auch nicht zusammenbauen. Also, zumindest nicht im Spiel. So, ziehen wir fest. Bauen das noch drauf. Also Motor klopfen kann sozusagen auch da draußen bis zu einer Umlenkrolle sein. Zum Glück habe ich drauf geschaut. Zack, ja. Zack. Zack. So. War es noch was? Nö, eigentlich nicht. Ach doch, Moment, hier vorne ist das Rad. Sollen wir mal kurz ausbauen. Was hier? Und wieder einbauen. Vielleicht haben wir sowas jetzt aber schon da, weil ich es mal verkehrt gekauft habe. Könnte ja sein. Lüfterzarge Typ A, wenn die Lader, okay. Das kriegen wir hin. Lüfterzarge. Mensch, Typ. Ventilator Typ A. Wo hier ist. Hä? Ich glaube nur der Ventilator kommt, ne? Zusammenbauen. Außen ringsrum mal gut. Genau. Ja. Okay, jetzt gucken wir mal das Ganze an. Sind wir fertig? Keilriemen Typ A. Hä? Ach, Moment. Da unten fehlt noch was. Jetzt, wo es mir das schlaue Heftchen sagt. Natürlich nicht da. Haben wir nicht da. Keil. Da gab es wieder 10.000 Stück, ne? Keilriemen. R4A Typ A. So, zack. Jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Ich glaube, es wird noch interessant, wenn wir irgendwann mal einen ganzen Motor zusammengebaut haben. Und am Ende doch noch irgendein Teil fehlt. So, haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Jetzt habe ich gar nicht mehr gekriegt, was habe ich denn jetzt an Geld verdient? Okay, was haben wir denn? Wir haben jetzt
5825. Ist jetzt nicht so viel. Also haben wir 800 Euro wieder für unser Gerät hier. Das wird wahrscheinlich noch eine lange Schuhe. Was ist denn der nächste Kampagnenauftrag? Gibt es irgendwie was Größeres? Also so einen richtig großen Auftrag. Als ich gestern Abend sehr spät noch durch die Stadt gefahren, habe ich eine Bremsschwelle übersehen. Seitdem klappert irgendwas vorne. Hey, was war denn das jetzt hier? Nicht, dass noch etwas Ernstes ist. Ich bin auf das Auto angewiesen und brauche es aus beruflichen Gründen täglich. Wo ist denn der Auftrag jetzt hin? Hier. Okay, na, den machen wir dann das nächste Mal. Also, scheint aber auch nicht wieder viel Kohle zu geben. Das hier scheint aber. Und doch, das hier. Scheint irgendwie was Lukratives zu sein. Bremsen, laut beim Beschleunigen, startet nicht, Ölfilter, alle Filter wechseln. Das klingt eigentlich ganz gut. Könnte man auf jeden Fall wahrscheinlich mehr. Oh, und hier haben wir was Neues. Prüfe Filter. Ich würde mal sagen, nächstes Mal nehmen wir das Ding an. Also haben wir jetzt schon angenommen. Damit steht es schon mal da. Oha. Und kümmern uns dann mal darum. Da war eine Menge zu tun. Und dann werden wir sehen, was denn an Geld hierfür drüber bleibt. Denn dann können wir vielleicht in der übernächsten Folge mal auf den Schrottplatz gehen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Cooles. Ich war noch nie da. In diesem Sinne machen wir Feierabend und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.